Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sind hier in der Nähe von Camorn in einer Höhle mit Lambert. Genau gesagt in einer Höhle der Trolle, beziehungsweise im Trollberg. Die uns gerade auch ein bisschen mit Stein beschmissen haben. Und ja, wir schauen hier jetzt mal weiter. Wir sollten zu einem gewissen Kreis. Da hatten die Trolle aber eben was gegen, weil, naja, Lambert der Idiot ein bisschen beleidigt hat. Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexersen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden, okay? Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexersen nicht hauen zurück. Nur Brabbelbrabbel. Hexer, gut. Dumm Troll, du. Hexer sind Monster töten. Trollsen seien Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen Schafprügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen. Wir kaputt hauen. Da ist die Frage, ob wir den trauen. Die Frage war, wir lassen unsere Schwerter hier und holen sie später. Ich denke, es kann nicht schaden. Ich denke, es kann wirklich nicht schaden. Na komm, lass unsere Schwerter hier. Gut, wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pfui, sticht in den Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Okay. Geh mal zum Kreis der Elemente. Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektionen erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Sie haben mit Steinen nach uns geworfen, Geralt. Hol dich nachher bei Eskel aus. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Da schnauft jemand aber ganz schön. Bist wohl nicht mehr in Form. Nee, nur verkatert. Hast du dir wieder mit Eskel die Kante gegeben? Nein, ganz allein. Ich glaube, er sollte mal überlegen, warum sie uns mit Steinen beworfen haben. Ich kann es verstehen, wenn man so mit denen umgeht. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Und das aus deinem Mund. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Okay. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Okay, jetzt noch das Phylakterium. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Uah,
Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Axi hat dein Leben gerettet. Wie? Nützlich, aber gefährlich. Ich frag mal wie. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Musstest sie nicht selbst töten? Ja, tolle Geschichte. Boah, musstest sie nicht selbst töten. Du hättest sie nicht töten müssen. Ich konnte aber. Also tat ich es. Zwei Hurensöhne weniger. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Hast du es so sehr, ein Hexer zu sein, oder da müssen wir alle durch? Ja. Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Wusste ich nicht, tut mir leid, oder gehen war. Ja gut, ist scheiße, aber... Ja. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Das Problem ist, das Verbittertsein hilft ihm auch nicht weiter. Ich denke eher im Gegenteil. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Gut, zurück zur Festung, oder geh ich bleib noch ein bisschen? Ja, geh mal, ich bleib noch ein bisschen. Geh schon mal vor, ich bleib noch ein bisschen. Aber nicht zu lange. Denk dran, wir müssen die Monstrosität heilen. Immer noch Ciri, vielleicht. Also, möglicherweise. Okay, ja, ich wollte eigentlich nur einfach nicht mit ihm zurückgehen. Das war jetzt der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich wollte jetzt wirklich nicht noch weiter an mir anhören, was er zu sagen hat. Und wir gehen dann als nächstes zu Eskel, beziehungsweise versuchen Eskel zu finden, um ihn bei der Jagd auf den Gabelschwanz zu helfen. Aber zuerst mal, Moment mal, wir hatten doch, wenn es mich nicht, nee, es war weiter hier hinten, okay. Nee, da, aber Moment, war hier vorne nicht noch was irgendwo? Hier hinten, das könnten wir vielleicht machen. Den Ort könnten wir mitnehmen. Oh oh. Alles okay. Alles okay. Obwohl, sollen wir? Sollen wir probieren ihn? Oh, das war das Falsche. Ach komm. Wow.
Schnell setzt leiser machen. Ne? Und sollte auch nicht so oft getroffen zu werden. Okay. Gibt er uns als Bärenfellohren durch durchdrungene Scherbe. Na gut, aber ein Level up. Nicht Meditation, Charakter. Und was wollten wir? Hier wollten wir weitermachen, genau, damit wir hier unten das neue Gewinnzeichen kriegen. Wie viel muss man investieren? 18 Punkte, okay. Ja. Moment mal. Gewinnen, Axi. Ah ne, Axi war Dings, genau. Machen wir das A-Zeichen. Ne, wollte ich eigentlich nicht. Obwohl, warte mal, eigentlich. Nee. Machen das doch wieder rein. Ja. Ist hier noch irgendwo was? Vielleicht ist hier noch irgendwo was Interessantes. Na gut, eine Kiste, aber... Ja, da ist eine Kiste, die wir öffnen könnten, wenn wir dran kämen. Gut, ein paar Dinge, aber... Nee. Schau mal eben, du kannst weg. Ja, du kannst auch weg. Ja. Das hatte ich jetzt schon, gut. Ja, nichts wirklich sehr Interessantes. Ich hatte gehofft, vielleicht finden wir hier schon direkt was von der Schatzsuche. Aber okay. Wahrscheinlich irgendwo in einem anderen Gang, wo ich jetzt nicht reingehe. Aber okay, dann ist es so. Einmal hier rüber. Und dann dürfen wir gleich wieder rauskommen. Ah ne, hier war das vorhin, wo war's? Naja, okay. Jetzt hat sich das auch alles ein bisschen geklärt, warum ich da vorhin verwirrt war. Es sah nur ziemlich ähnlich aus. Schon wieder raus. Schön. Geralt? Du magst das Boot gerade nicht. Kann das sein? Geht doch. So. Einmal auf die Karte schauen. Nehmen wir es wirklich mit? Nee, komm. Nee. Nehm's nicht mit. Einmal rückwärts ausparken. Oh, falsche Richtung. Die bitte. So, könnten wir es vielleicht schon rumschaffen. Ah, nee, es wird zu eng. Okay, irgendwie beim Rückwärtsfahren immer die falschen Tasten.
So, jetzt passt es auf jeden Fall. Dann geht's zurück nach Camorn. Beziehungsweise zumindest vor Camorn. Und fang da an, nach Eskel zu suchen. Kann ich eigentlich schon mal die andere Quest aktivieren. So. Gar nicht so ein kleiner See, wie ich dachte. Sah auf der Map auch schon wieder kleiner aus. Aber das habe ich ja öfter hier im Witcher. Sieht auf der Map als gar nicht so groß aus und im Endeffekt ist es doch schon relativ groß. Ein paar Viecher, ein paar Monster sind hier natürlich auch im See drin. Aber die sollen es nicht weiter stören. Lassen wir uns bisher auch ganz gut in Ruhe. Das gefällt mir natürlich. Oh. Ja, vielleicht hätte ich auch nichts sagen sollen. Ah, doch. Okay. So, das steht jetzt wie ein Boot. Das heißt, wir könnten unseres... Wo könnten wir es parken? Auf der anderen Seite? Ja. So. Na, danke schön, dass du loslässt. Und plötzlich steht hier. Okay. Beweg dich. Kommen wir jetzt vernünftig von hier? Ja, das geht ganz gut, okay. Ja, doch, jetzt wird plötzlich etwas schneller. Ah, ziemlich hügelig hier. Mach langsam. Ja, ich glaube, du musst am Fluss entlang reiten, ne? Oder, ja, ja. Am Fluss. Hm. Am Bach. Nee, ist das eigentlich nicht. Fluss ist dann doch etwas größer. Sogar dabei sagen, es war ein kleiner Bach. Okay. Habe ich jetzt ein bisschen falsch geguckt? Ah, hier hinten kommt... Okay. Hinten kommen wir auf den Weg. Nach oben. Sehr gut. So, Plätze, du kannst gerne schon reingehen. Wir brauchen hier etwas länger. Okay, da sind schon mal Spuren. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie weit der Weg jetzt ist. Wenn ihr hier schon mit dem Pferd unterwegs ist. Dann wird das wohl ein bisschen weiter sein. Oder er wurde zwischendurch überrascht. Aber glaube ich nicht, wenn die Quest heißt, wie man Gabelschwanz anlockt. Dann denke ich eher, wir müssen wirklich einen anlocken. Okay, hier durch den Fluss ist wahrscheinlich... Nicht viel. Ja, das sind ja welche. Ich dachte schon, wären jetzt nach links weggegangen. Moment mal, wie weit ist das in die Richtung überhaupt? Boah, ist schon ein ordentliches Stückchen darunter. Kann durchaus weiter sein. Wobei, hier ist er. Ja, hier ist er. Vom Weg abgekommen, beziehungsweise... Woanders hingeritten. Doch, jetzt. Irgendwie so das Gefühl, manchmal lädt das ein bisschen spät. Dann renne ich schon an den
Punkten, wo was auftauchen sollte, vorbei. Das ist wirklich die Entfernung. Das da, ist ein Pferd. Ah. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Hätten sie ruhig noch ein bisschen höher machen können. Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Zumindest bei ja, Spuren, die man verfolgt. Fußspuren und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Okay. Ich meine, sei jetzt zu Fuß unterwegs. Wilson. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Okay. Na, das sieht doch gut aus. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, es stinkt. Ja. Aber hilft uns. So, haben wir immerhin eine Spur. Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Das hört sich nicht irgendwie gut an. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Nee. Aber das heißt, er ist hier noch nicht. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Hält Jen dich auf Trab? Jen hält euch ganz schön auf Trab, wie? Hat schon Befehle gebrüllt, als erst ein Fuß aus dem Teleport ragte. Als ich etwas entgegnen wollte, sagte sie... Damen darf man nicht unterbrechen. Genau. Manchmal bin ich froh, dass meine hässliche Fratze mir die Frauen vom Leib hält. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nicht alle Frauen stehen nur auf Äußerlichkeiten. Nein. Äußerlichkeiten sind nicht alles. Jedenfalls nicht für alle Frauen. Das stimmt. Die meisten mögen auch dicke Geldbörsen. In der Hinsicht kann ich auch nicht prahlen. Psst. Hörst du? Er kommt. Okay. Amos ist drin. Auf die Flügel! Kannst du hier jetzt nicht angreifen? Okay. Ah, ich muss ihm wirklich folgen. Dachte, ich könnte vielleicht mehr Armboss jetzt runterholen. Aber, nee. Verdammt, der ist aber ein bisschen zu schnell. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein... Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr. Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kukudi, Kukuda. Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. Oh. Er ist wohl in sein Versteck geflohen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Hier rechts wohl entlang. Da lang, ne? Ich weiß da. Ja, da ist eine Truhe. Oh, ein Runenstein. Kann man immer gebrauchen. Da ist er.
Gut, das war's. Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Was nicht saß, hat Yen erwähnt, wozu sie sie braucht? Na, fragen wir das mal. Hat Yen dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Natürlich stört mich... Nee, ich vertraue ihr. Nein, tut es nicht. Ich vertraue ihr. Und da heißt es, Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Hast du was gegen Yen? Stört dich was an Yen? Na los, hab Mumm und sag's mir gerade heraus. Hab du Mumm und gib zu, dass sie dich reingelegt hat. Oft genug. Das war einmal. Sie hat sich geändert. Klar. Na gut, vergiss es. Gehen wir. Okay. Gut, wo ging es jetzt raus? Warte mal, ich schau mal. Nee, hier ist doch nichts. Nee, hier hinten auch nicht. Dann gehen wir mal raus. Will jetzt auch nicht alles absuchen. Aber hier oben, da will ich mal schauen. Das sieht mir irgendwie ein bisschen... okay. Nichts Wichtiges. Oh, schau mal einer an. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Nee, lieber nicht. Besser nicht. Ich will mein Pferd nicht grundlos müde machen. Ich weiß echt nicht, was all die Frauen an dir finden. Du bist ein Jammerlappen. Aber ein gut aussehender. Wie man's nennt. Auf geht's. Ja, nee, keine Lust auf Rennen aktuell. Ach, ich wollte ja auch noch was schauen. Das gefällt mir zwar schon sehr gut, ich wollte aber trotzdem mal die anderen Schallklappen noch anlegen. Na gut, das sehe ich jetzt schlecht. Ich steig mir mal kurz ab. Schau es mir nochmal an. Ja, ist eine Metallplatte, okay. So. Das ist auch Leder. Ne, dann passt das besser zu Heya! Dem Rest aktuell. Dann lassen wir das auch. Da unten ist er. Wow. Aber auf so welchen Wegen hier auch ein Rennen, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, eher nervig als schön. Wobei, so wird es gehen jetzt. Hier ist es relativ breit. Also es ist noch so, dass es noch in Ordnung ist. Ach ja, ist schon schön hier. Kann verstehen, dass man hier gerne ist. Aber, wie immer, bevor wir weitermachen und während da die Sonne ganz aufgeht, wow, das ist schön hier. Sage ich wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Das hilft mir sehr weiter. Und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ich lasse noch ein bisschen laufen. Ich will es gerade selber mal kurz genießen.